Einer der Gründe, warum ich entschieden habe, Meeresbiologie zu studieren, war, weil es mich interessierte, wie man die Menschen aus dem Ozean in der Zukunft wird ernähren können. Und das ist etwas, was mich heute immer noch interessiert. Heute interessiert mich mehr der Einfluss von Klimaveränderung, insbesondere Ozeanversauerung auf Fische und wie weit das die Fischbestände beeinflussen könnte. Ich möchte mit meiner Forschung erreichen, dass die Ergebnisse, die wir zum Einfluss von Ozeanversauerung auf die Fischbestände bekommen, wahrgenommen werden und umgesetzt werden. Das kann ich nicht alleine machen. Wir sind keine Einzelkämpfer. Wir sind eine Gruppe von Experten, die versucht, ein besseres Verständnis zu bekommen und die letztlich und endlich dann auch der Politik helfen kann bei der Findung von Entscheidungen. Wir schauen uns die frühen Lebensstadien der Fische an. Das sind die Eier und die Larven. Und nur die Tiere, die diese Phase überleben, stehen nachher in der Fischerei zur Verfügung. Außerdem sind sie extrem empfindlich, sodass wir vermuten, dass sie am stärksten beeinflusst werden könnten durch Ozeanversauerung. Wir haben mit Heringen gearbeitet, wir haben mit Dorschen gearbeitet. Das sind Arten, die sind kommerziell sehr wichtig und auch im Ökosystem sehr wichtig. Uns interessierte, die Sterblichkeit von Dorschlarven in Abhängigkeit von Ozeanversauerung zu untersuchen. Dazu haben wir Experimente geplant. Um diese Experimente durchführen zu können, müssen wir erstmal die Elterntiere bekommen. Also sind wir in die Fischerei gegangen, haben Fische bekommen, haben die abgestreift und haben dann die Eier schon bei unterschiedlichen CO2-Gehalten im Tank gehalten, um zu gucken, ob das schon Einfluss haben kann. Wenn die Larven schlüpfen, müssen sie in die Tanks kommen. Dazu hatten wir Tanks vorbereitet, die dem CO2-Gehalt von heute entsprechen und dem Kohlendioxidgehalt der Zukunft etwa im Jahr 2100. Und haben dann die Sterblichkeit der Fische und das Wachstum der Fische und den Zustand der Fische mit Beprobung aus diesen Tanks untersucht. Wir haben festgestellt, dass die durch Ozeanversauerung bedingte Sterblichkeit ungefähr doppelt so hoch ist als unter Normalbedingungen. Und das hat uns ziemlich schockiert. Und das haben wir dann überprüft, wir haben das in Fischereimodelle gebracht und haben auch nachweisen können, wenn wir diese durch die CO2-Bedingungen erhöhte Sterblichkeit in so ein Fischereimodell packen, führt das zu enormen Veränderungen. Wir haben nur noch ungefähr 25% der Fische zur Verfügung in der Fischerei im Vergleich zu den Normalbedingungen. Und es hat uns aufgerüttelt und hat uns darin bestätigt, dass wir diese Untersuchung weiterführen müssen. Denn solche Zahlen sind natürlich wichtig, um sie dann in die Politik zu transferieren und ins Fischereimanagement zu transportieren. Die Ergebnisse, die wir gefunden haben, sind so schockierend und die Ergebnisse sind beängstigend und die dürfen wir nicht ignorieren. Wir haben also gesehen, dass Ozeanversauerung dazu führen kann, dass die Fischbestände extrem beeinflusst werden. Und eine Möglichkeit, die wir dabei haben, ist auch zu sagen, der Fischbestand muss so hoch wie möglich gehalten werden, um mit diesen Stressoren der Zukunft besser klarkommen zu können.